Hallo und herzlich willkommen zum Wibbelbild Mittwoch. Ja, mit einer weiteren Folge aus Hidden Expedition Amazonas. Ja, jetzt sind wir irgendwo in Ecuador und versuchen jetzt diesen Käfertempel zu finden. Ja. So. Weiter geht's. Böbeling! 200 Punkte abgezogen bekommen? Für was? Ich weiß es nicht mehr. Meine Güte. Unglaublich. Aber wir hatten schon mehr Minuspunkte. Ja. So. Käfer. Wir sammeln wieder Käfer. Käfer. Da sind. Da. Fehlen noch zwei. Ja, das ist ein Schatten. Ne, das ist kein Ding. Und das ist ein Skorpion da oben, aber kein Käfer. Vielleicht taucht er noch auf, während wir Dinge suchen. Okay, also eine Kamera, ein Socken, ein Medaillon, was wir wahrscheinlich... Ah, genau, das müssen wir hier einfügen wahrscheinlich. Ist ein Seil. Ein Osterkorb, eine Gabel und Dings, Pfeffer oder Chilis oder Paprika oder wie auch immer, was auch immer dann wir finden. Ein Schlüssel-Dingensbums, also Mutter-Schlüsselteil, ein Affe, ein Schlüssel. Aha! Lass mich raten. Können wir den hier einsetzen? Medaillon! Eine Granate fehlt noch. Eine Kamera. Ach, guck mal, da ist der Ostereierkorb. Da ist der Ostereierkorb, genau. Und ein Reh. Hey, du bist doch ein Reh, oder nicht? Antilope ist das. Ja, okay. Dann kein Reh. Da müssen wir halt das Reh noch finden. Okay, was haben wir denn sonst noch? Also hier, guck mal, hier ist eine Seite. 3. Mai. Nun gut, wir sind wieder auf einer Spur. Wir folgen der Hälfte der Karte, aber die Esel scheinen zu wissen, oder scheinen von sich aus schon den Weg zu kennen. Es ist heiß und es wird immer noch heißer werden, so, wenn wir uns noch weiter in die Wildnis und den schrecklichen Dschungel wagen. Ich habe heute ein Flusspferd gesehen. Was zur Hölle oder was auf der Erde macht ein Flusspferd hier in Südamerika? Es wundert mich, dass es keinen Sonnenschirm hat. Okay. Könnte sein, dass das Reh ist. Das, ja, okay. Das ist durchaus ein Reh. Also, oder ein Hirsch. Oder ein Hirsch, ja, Kopf. Halt, so, also uns fehlt immer noch ein Käfer. Immer noch eine Granate. Die Gabel und die Pfeffer. Geschichte oder Paprikas oder wie auch immer. Ah, okay. Granate. Da ist der Käfer noch. Und eine Kamera. Da liegt die Kamera. Da sind die. Okay, das sind so Pepperoni-mäßig. Eine Gabel. Gabel, Gabel, Gabel. Okay. Und noch eine Socke.
Handschuhe habe ich gefunden. Eine Fliege habe ich, also eine Krawattenfliege habe ich gefunden. Da oben ist ein Fisch und irgendwelche komischen Kleiderbügel oder sowas. Eine Banane, Skorpion. Lange Gottesanbeterin, Taschenlampe, Seestern und Kohl. Bär oder was auch immer das sein soll. Willst du mal nur da drauf gehen, damit wir. Okay. Ach, das soll. Okay. Ja, dann nächste Szene, oder? Wir haben doch hier alles. Ah ja. So, dann machen wir gleich wieder. 6. Mai. Wir sind auf eine kleine, auf ein kleines Dorf oder Gemeinschaft gestoßen am Ende der Karte. Hoffentlich kann uns hier jemand weiterhelfen. Hier gibt es einen Einsiedler, mit dem wir reden sollen. Aber der ist auch schon seit einigen Tagen verschwunden. Der Einsiedler kam diesen Nachmittag nach Hause und wir waren und es war uns möglich, ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Dennoch waren sie, oder nicht überraschend waren diese Worte in ein Rätsel gehüllt. Der Fluss weiß den Weg. Okay. Irgendjemand hat meinen Esel von seinem Baum abgebunden. Ich habe ihn auf der anderen Seite des Flusses komische Früchte von einem Baum mit spitzer Borke oder ja gestachelter Borke essen sehen. Ein paar Bananen fehlen aus meiner Tasche. Sehr komisch. Ich habe nach einer Waffe herumgefragt und alles, was ich nur finden konnte, war eine schwere Schüssel, um Brot zu backen. Oder die normalerweise für Brotbacken benutzt wird. Für jetzt muss das reichen. Okay. So, Käfer. Käfer, Käfer, Käfer. Käfer. Das ist kein Käfer, das ist ein Käfer. Da ist ein Käfer. Da ist ein Käfer. Du bist ein Käfer. Fehlt noch ein Käfer. Da ist ein Käfer. So. Lippen. Das sind die Lippen. Ein Rechen. Eine Spitze oder ein Stachel. Wie auch immer. Oder ein Speer. Nee, ist es nicht. Eine Notiz. Oder Note. Je nachdem, was wir dann finden. Galleons. Es sind irgendwelche. Warte mal, wie sehen die denn aus? Okay, das ist irgendein. Ah, sind das so Frühlingszwiebeln-mäßig sowas? Da, hier. Haha. Eine grüne Flasche. Ein sechszackiger Stern. Oh, ist die Note. Ah, da ist die Note. Perfekt. Also der sechszackige Stern und eine Peitsche. Außerdem ein Alligatorschädel. Ein Löffel, eine Gabel und eine Spirale. Das ist die Spirale. So, das ist ein Löffel. So, was haben wir denn noch? Ein Rechen. Rechen, Rechen, Rechen. Da ist der Rechen. Spike. Wie sieht denn der Spike aus? Ah, okay, das ist dann mehr so ein sowas hier. Sieht ein bisschen aus wie so ein Hering. Oder ein Meißel. Eine grüne Flasche. Haben wir hier. Der sechszackige Stern.
Dann, ah, da ist der Alligatorschädel. Da ist die Gabel. Sieht die Rip aus? Ah, okay. Das ist also keine so Bullenpeitsche, sondern so eine mehrfach. So neunschwänzige Katzenmäßig oder sowas. So, jetzt fehlt nur noch der Stern. Wo sind Sie denn, Stern? Okay, das sieht aus wie ein Sheriffstern, so auf die Art. Ah, gut getarnt. Sehr schön. Haben wir alles angesammelt? Oh, okay, hier gibt es keine Notiz. Ah, wir wollen 20 Reptilien finden. Und auch keine Käfer? Ich sehe keine Käfer. Und bei den Broten und Münzen und so weiter waren auch keine Käfer. Also, dann tun wir doch mal ein paar Reptilien. Also, der glänzt da einfach nur. Na? Du bist doch ein Reptilium. Ich hab dich doch angeklickt. So, was haben wir denn? Wie viel haben wir denn noch? 10. Hier sind noch ein paar. Eine Schlange, das ist nur tätowiert. Da fehlen aber noch 6. Da ist noch was. Auf seinem Arm. Da ist noch, ja. Ah ja, genau das hier. Immer noch 3 da hinten. Das noch? Oh ja. Okay, das sah mehr aus wie ein. Wie Nessie. Hä? Wie Nessie. Ja, wie Nessie, genau. Und hier haben wir noch einen Pteranodon oder sowas. Tritt nicht auf die Fahne. Oh, wartet. Ihr seid mit dem Professor unterwegs. Oder ihr sucht den Professor, den ich vor einigen Tagen im Wald gesehen habe. Naja, in diesem Fall solltet ihr wissen, dass er Richtung Probleme auf unterwegs ist. Ich sag euch, wo er hin ist, wenn ihr diese Affen von dem Monument entfernt. Viel Glück. Okay. Also, continue. Also, weiter geht's. Cha-ching. So, was müssen wir jetzt machen? Ah, ich muss diese... Ich verstehe nicht ganz, was man machen muss. Ah. Kann ich hier? Nee, da kann ich nichts verschieben. Es ist in Ordnung, aber hier brauche ich noch was Grünes. Wäre ganz interessant zu wissen, kann wie man ich das. Auch? Ja, ja, mach mal. Weil wenn man weitergeht, dann ist es wieder. Dann ist es. Ja, genau.
Kann aber auch die Dings nicht. Ah, warte mal, kannst du die hoch und runter schieben? Dass du da unten die da irgendwie. Ah, warte mal, die hängst du da entsprechend dran und dann gehen die rauf und runter. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, lass den doch mal da dranhängen. Wir haben doch noch andere. Ja, der wird wahrscheinlich zu schwer sein. Den musst du ans Erste machen. Achso, nee, das hat ja da auch funktioniert. Genau. Mach mit den Großen an den Zweiten. Damit wir da das grüne Ding haben. So. Wir Und die. brauchen hier das Rote. Ja. Dann häng den mal da drauf. So, und dann tauschen wir die zweimal. Bin. Ah ja, den und den. Ich zeig doch hin. Wow. Ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich ein neues. Das ist auch interessant. Okay, also in der Mitte müssen grün sein. Wir könnten also noch. Die kann man irgendwie tauschen, dass die verschoben sind und so weiter. Aber. Oder du Ah, kannst dann bringt jetzt hinterher noch nichts. vertauschen. So, also das erste brauchen wir ein rotes. Soll ich stehen? Ja, häng den mal da dran. So. Und das. Da machen wir, genau, machen wir da grün. Und da muss auch ein grünes hin. So. Aber das geht nicht. Wir müssen erst noch welche tauschen. Ja, das Grüne muss da im Prinzip bleiben. Wir müssen die zwei müssen wir miteinander tauschen. Darf ich mal? Kann ich stehen. Du noch da dran. So. Kann ich stehen hier weg? So. Jetzt kann ich die hier genau um eins. Ich tue ich mal weg. Dann sind es ja nur die drei. Und dann kann ich das so machen. Und so. So, jetzt brauchen wir hier noch einen grünen. Jetzt kann ich die tauschen. So. Dann bleibt der da. Wer war wieder den hier? Ja, den hier. Und hier brauchen wir den hier, damit da wieder grün ist. Oder wir müssen den hier hinsetzen, damit da grün. Da, genau, damit da rot ist. Und hier brauchen wir noch einen grünen. Damit wir die auch tauschen. Was passiert, wenn ich den. Dann kann ich den hier hin machen. So. Also, jetzt, wenn ich das aber mache, dann du mal weg hier. Dann kann ich das so machen. Dann kannst du wieder dahin. So, und dann müsste ich dich da wieder weg. Und du dafür den da wieder hin. Und dann haben wir's. Dann lass mich raten, das müssen wir ja nochmal machen. Oh, jetzt haben wir zwei. Rot und Blau müssen auf der Seite sein. Also, das sind die. Wohl dann angegeben sind dafür. Und unten grün Dings. Da muss ich nur um eins verschieben. So, dann habe ich das da. Stimmt schon mal. Hier brauche ich ein Rot, aber ich brauche hier einen Grünen. Hier brauche ich keine Grünen. Aber das Rote.
Heißt, ich könnte gucken. Oder doch, den lassen wir hier dran. Kann hier aber nicht verschieben. Ich kann nur die verschieben, die markiert sind. Okay. Das muss ich sowieso runterholen. Wie sieht denn das aus, wenn ich das hier... Ah, okay, der ist eins zu schwer. Okay, das geht auch nicht, weil ich brauche da ein blaues. Das Grüne. Okay, nochmal alle zurück. Da, den muss ich um eins runter, damit ich an das Blaue komme. Dann ist das mal richtig. Und ich brauche hier zwei rote. Wie kriege ich denn da... Muss da einen roten hinkriegen? Jetzt haben wir da, da mache ich einen roten. Und dann war auch doof. Na, jetzt. Oh ja, so. Okay, hier brauche ich auch nur. Ah, das ist irgendwie doof. Wieder weg. Grün, rot, blau. Heißt rot. Blau. Jetzt müsste hier eigentlich das grüne Ding rein.
glaube, ne? So, jetzt habe ich das und jetzt brauche ich noch ein blaues. Das muss ja aber hier vor. Hier muss noch rotes hin. Das heißt, da muss ich schauen, ob ich das irgendwo. Gucken. Oi, oi, oi. Ja, nochmal zurück. Ja, also. So, dann habe ich rot, grün. Hier fehlt ein rotes und da muss das blaue hin. So, und wenn ich das so habe, dann muss hier trotzdem ein rotes hin. Machen wir das mal so. So. So, sagen wir unten richtig und oben muss ich das jetzt auch um 1. Das heißt, das. So, warte mal. Kann ich das um. Wenn ich das jetzt aber um 1 verschiebe. Den jetzt wieder wegmache. Das wieder 1 verschiebe. Also halt. So. Und jetzt müsste ich den hier wieder dranhängen. Okay. Mann, 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 Mann. Okay, nach dem Kopfschmuck zu urteilen, ist das ein sehr wichtiger kleiner Affe. Besser ist es, wenn ich zum Einsiedler zurückgehe. Okay. 20 Affen finden. So, wie viel fehlen denn noch? 3. Okay, noch einer. Ja. Okay, diese bösen Affen waren hinter meiner mit meiner kleinen Esmeralda her. Ich habe mich schon gewundert, wo sie hin verschwunden ist. Ich dachte schon, es wäre der Streit, den wir hatten. Ich denke, ihr seid schon ganz in Ordnung.
So, deswegen hier euer Hinweis. Der Fluss kennt den Weg. Okay. Gut. Wow. Weiter geht's. Okay. Weiter geht's. Dann Wieder die Käfer. Käfer. Käfer, 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 Käfer. Noch ein Käfer. Daumenecke, ist das ein Käfer? Meinst du das da? Nein, auf der Das da? anderen Seite. Das sieht aus wie ein Flughund. Also. Okay, aber vielleicht taucht er dann. Ah, warte mal, hier ist der Käfer. So. Also, ein Erbsenschote. Ein Kamm. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Eine Waterring? Bisschen. Ah, okay. Also, das Ding hier. Gut. Habe ich wieder was gelernt, was eine Wetter war. Eine Wetterfahne und nicht Water. Ah ja, okay. Ja, wenn man auch nicht richtig liest, dann ist das natürlich unpraktisch. Was denn? Hat so arg mit dem Ja, meine Mikrofon, weil Güte. solche Sachen hört man. Ja, dann hört man das halt. Feuerholz. Und das ist das? Nö, ist keine Karte von dem. Aber das hier. 7. Mai. Was für ein Tag. Ich habe ein paar seltene Blätter gefunden, die ich. Die der Rettung oder der Retter von Sudan sein könnten. Ich binde. Oder ich arbeite an einem Serum, das ich hoffe, damit die Singwe-Käfer-Population wieder zu verbessern. Der Käfer ist ein wichtiges Element in der Landwirtschaft, aber in der letzten Zeit sind diese kleinen Käfer auf dem Weg zum Aussterben. Falls dieses Blatt kombiniert mit anderen Zutaten funktioniert, wie ich es mir wünsche, dann könnte dieses Serum die Population der Käfer wiederherstellen. Die gleiche Formel könnte dann auch in anderen problematischen Ökosystemen funktionieren. Okay. So, also wir brauchen immer noch einen Kamm. Einen gekochten Fisch. Okay, da wissen wir noch nicht. Haben wir hier irgendwas? Ah, wir brauchen wahrscheinlich dann auch das Feuerholz oder sowas, was man dann da irgendwo hinpacken könnte. Okay, wie geht's denn weiter? Fishing zu oder Angelzubehör. Aha. Das Angelzubehör, ah, den können wir wahrscheinlich dann hier benutzen, um einen Fisch zu angeln. Da mal einen Fisch. Okay. Und den Fisch müssen wir wahrscheinlich hier reintun, damit es dann ein gekochter Fisch wird. Streichhölzer? Ein Eis. Dingsbums. Laterne. Ein Kohl. Eine Avocado. Okay, Feuerholz. Das ist nicht Feuerholz, das sind aus wie Pommes. Siehst du Feuerholz? Oder ein Kamm. Das ist kein Feuerholz. Es ist auch kein Feuerholz. Ah!
Okay, der kam. Ja, der muss erst das Feuer an sein. Das sind die Streichhölzer. Ah, da habe ich doch eben hingeklickt. Genau, jetzt kannst du das anzünden. Erst anzünden. So, jetzt kannst du den Fisch da reinschmeißen. So. Jetzt haben wir gekochten Fisch. Sehr gut. Eine Fliege, Käfer oder was auch immer erledigt. So, ich sammle derweil mal die Käfer ein. So, die Käfer haben wir schon mal. Und hier haben wir die Tagebuchseite. 8. Mai. Ich habe Verstopfung. 9. Mai. Letzte Nacht ist irgendetwas, hat etwas unsere Taschen durchwühlt, als wir geschlafen haben. Es gab zwar viel Wertvolles, aber das Einzige, was gestohlen wurde, ist meine Schokolade. Anstelle, an dessen Stelle haben wir ein neues oder ein anderes Teil der Karte gefunden, die von Gustav geklaut wurde. Das ist sehr beunruhigend. Zuerst haben sie versucht, die Karte zu stehlen. Und jetzt geben sie uns Stückchen für Stückchen wieder. Okay. Gut. Klaviertasten. Irgendwo ist ein Korken. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Korkenzieher. Autoschlüssel, eine Salami, eine Maus. Ja, dann hier. Da. Ach, guck mal. Die Maus. Ja. Roter... Dings. Licorice. Nennt sich das? Eigentlich schwarz. Kann man essen. Glaubst du es? Ich käme jetzt auf den Namen. Na ja, gut. Ein Parakeet, was ist ein Parakeet? Ah, ein Papagei, ein spezieller Papagei. Da, ist wahrscheinlich eine Sittichform. Ein Lineal. Und ein Pizzastück. Das oben sind die Schlüssel. Da ist das Lineal. Was ist ein Shuttlecock? Ah, ein Federball. Ein Taco. Wo ist ein Taco? So, bist du ein... Nein, du bist kein Taco. Ah, hier. Das ist es. Taco. Okay, ein... Ach, da ist der Taco. Okay. Ach, super klein. Ja, dann kann man ja weitergehen hier. Haben wir alles eingesammelt. Wow. Okay, 20 Blüten. 1, 2, 3, 4, da, hier. Da ist noch eine Blüte, da ist noch eine Blüte. Da ist noch Blüten. Da sind noch Blüten. Blüte, Blüte, Blüte. Blüte. Und Blüte. Oh, ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Oder dass du gekommen bist. Je nachdem, wie viele Leute wir sind. Ich mache mir große Sorgen um Professor Mandible. Es könnte sein, dass er nicht ganz so viel Glück hatte wie ich.
Jemand hat mich auf dem Pfad überfallen, aber jetzt bin ich in Ordnung. Ich sehe, dass ihr die Tagebuchseiten des Professors gesammelt habt. Er wird sehr glücklich sein, wenn ihr ihm sie zurückgebt, wenn wir ihn finden. Ach ja, was ich vergessen habe. Nimm dieses zerflatterte Diagramm. Du wirst es brauchen. Okay. Keine Okay. Fehler. Keine Fehlerpunkte. Keine Fehlerpunkte, ja? So, ah, Käfer. Käfer. Darf ich auch mal Ja, du wieder? darfst auch mal Käfer. Das ist eine Katze. Oder eine Katzenfigur. Okay, was brauchen wir denn sonst noch? Ein Hammer, ein Steak, ein Küken und Dings, Handschellen. Da oben ist ein Küken. Ah, okay, den Hammer brauchen wir dann noch. Mal anders. Also wissen wir, wie das Steak Wie das aussieht. Steak aussieht, aber ich denke, das Steak sieht aus, wie immer das Steak aussieht. So, ein Schmetterling. Da. Eine Flasche. Eine Nähmaschine. Stacheldraht. Ein Frosch. Eine Chili. Ein Kürbis. Und ein Brett. Das ist das Brett. Ah ja, genau, das ist die Seite. Jetzt muss ich schon wieder übersetzen. 10. Mai. Wir sind dem Fluss weiter stromabwärts gefolgt, der uns an einen kleinen Canyon gebracht hat oder ja, geführt hat. Hier ist ein oder dort gibt es einen alten Zug oder ja, Zug, der vor Jahren entgleist sein muss oder und von Banditen überfallen wurde. Wie in dem amerikanischen alten Westen. Jesse James und John Wayne war. Also, das ist einfach nur Jesse James und John Wayne. So auf die Dings des Westerns. Einer der Passagiere muss wohl war an einen der Waggons gekettet, mit einer Kette. War war mit einer Kette angekettet. Okay. Außerdem liegen hier ein Haufen Krimskrams rum und wahrscheinlich finden wir bestimmt irgendetwas, was das Schloss knacken kann oder zerstören kann. Wir werden hier übernachten und morgen finden wir einen Weg über diese nahegelegene Schlucht, wo wir eine Höhle sehen können auf der anderen Seite. Okay. So, also, dann fehlt uns immer noch Der Käfer. da ist noch der Käfer. Da sind die Fesseln beziehungsweise Dingensbums, Handschellen. Okay, also wir brauchen immer noch das ist die Flasche. Aber, okay, Chili. Da ist der Kürbis. Frosch. Da ist der Stacheldraht. Ah, dafür brauchen wir den Hammer. Und jetzt fehlt uns noch eine Chili. 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 Oder Pepperoni. Sehr gut. Auf zum Tukan. Käfer. Nee, das ist kein Käfer anscheinend. Käfer. Käfer. Käfer.
Bist du auch ein Käfer? Ne, du bist kein Käfer. Okay, fehlt noch einer. Den finden wir vielleicht noch so zwischendrin. Also, eine Parkuhr. Ah, da ist der Käfer. Gut. Also, immer noch eine Parkuhr. Okay, eine Wasserflasche, eine Weste und eine Pyramide. Da ist die Weste. Ein Schmetterling. Ist das die Seite da unten? Das ist die Seite da unten, ja. 11. Mai. Wir haben es endlich über die Schlucht geschafft. Nachdem wir eine Art menschliche Schleuder gebaut haben. Wir haben nur geringe Verletzungen erlitten, aber Rachel hat ihre Brille zerbrochen, was ein schwerer Rückschlag ist. Es hätte einen besseren Weg darüber geben müssen. Ich und eine meiner Erfindungen. Irgendwann werde ich mich richtig verletzen. Okay. Der Elefant. Also Schmetterling, Elefant, eine Muschel. Bist du? Ne, das ist nicht die Muschel. Oder andere Dings. Wieder eine Rohrzange. Da unten. Bolzenschneider. Okay, brauchen wir noch. Gut. Ein Hufeisen. Ein Schwert. Na. Ja, ganz genau treffen. Glühbirne. Glühbirne. Brauchen wir auch noch. Gut. So, hier ist die Parkuhr. So, was fehlt denn jetzt noch? Also, immer noch die Wasserflasche. Die Pyramide. Sehr gut. Das ist die Wasserflasche. Das wird die das ist die Wasserflasche. Schmetterling. 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 Der ist aber sehr klein und getarnt. Gut, und jetzt? Haben wir hier irgendwo was Blaues, wo wir den ganzen Kram brauchen würden? Oder ist das vielleicht auf der anderen Seite? Hier? Weil wir haben ja jetzt Sachen im Inventar. Das Brett und unsere Sachen. Ah ja, genau. Dann können wir hier vielleicht das Brett hinlegen. Aha. Jetzt kommen wir da weiter. Da brauchen wir das andere Werkzeug dann wahrscheinlich. Oder so. Für die Kiste. Vielleicht für die Kiste. Ne, die für den wollen wir nicht. Okay, brauchen wir nicht. Käfer. Noch ein Käfer. Bist du ein Käfer? Ah ja. Ach nee, das war die Artischocke. Okay, sah aus wie ein Käfer. Ja. Okay, jetzt fehlt auch nur noch ein Käfer. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier die Tagebuchseite ist. 11. Mai, Weiterführung. Ein Arm des Flusses führt durch eine Höhle oder Banditenhöhle und hat uns an einen in einen Raum oder in einen Raum unter dem Wasserfall geführt. Hier ist ein interessantes Puzzle das Juwelen beinhaltet. Ich muss mir das genauer angucken, bevor wir weitermachen können. Es ist ziemlich fortgeschritten im Vergleich zu den anderen Steinspielen, die Eingeborenen beziehungsweise Einwohner hier spielen. Wir konnten das Rätsel leider nicht lösen, da einige Steine fehlen. Der neueste Zusatz zu seiner
Holzkollektion. Okay. Was brauchen wir? Ah, da ist der Käfer. Okay, also, was brauchen wir? Wir haben Anchovies und einen Schuh und einen König und eine Brille und ein Maschinengewehr und einen Burger, ein Telefon, ein Ball mit Handschuh oder Handschuh mit Ball, einen Benzinkanister, eine Gießkanne und eine Kaffeemaschine. Da ist das Maschinengewehr. Das ist der Benzinkanister. Da ist das Telefon. Da ist das Telefon und da ist auch die Kaffeemaschine. Die Brille. Was hatten wir doch? Ein Schuh. Schuh. Da ist ein Schuh. Ich hatte eben den Mauszeiger drüber, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Anchovies, wie sollen die denn aussehen? Ah, das ist eine Dose Anchovies. Ah, hier ist übrigens der Handschuh mit dem Ball. Da. Ist das hier der König, ja? Ah, es sieht aus wie ein Nussknacker, aber okay. Ein Burger. Das ist Brot. Das ist ein Taco. Ja, ich hatte das Taco vorhin schon mal, deswegen konnte ich jetzt... Ah, sehr gut. Burger. Und jetzt fehlt noch die Gießkanne. Eine Gießkanne. Oder soll ich da mal drauf gehen? Ah, okay. Das ist doch dieses Ding hier. Sieht zwar mehr aus wie eine Ölkanne, aber okay, das ist ja... Was man da reingießt, ist ja dann wurscht. So. Haben wir hier irgendwie... Ach, hier war was mit... Dings, was haben wir denn, was wir hier benutzen könnten? Das ist es nicht. Das ist auch nicht. Na. Ja, was müssen wir denn hier machen? Das ist das Boot. Ist bestimmt da festgekettet. Sag mal. Kann ich mal? Ja, mach. Ja, ich weiß, das hast du ja schon benutzt. Aber irgendwas müssen wir doch damit machen. Ja, ja. Oder haben wir sonst noch irgendwas, was war? Dass das Ding tatsächlich irgendwie irgendwas anders, diese Kiste, irgendwo muss ja... Ja, ich weiß nicht, was man mit dem Fernseher da anstellen soll, der ist dann halt da einfach... Haben wir sonst da hinten irgendwo was oder sonst irgendwas noch, was man noch... Ja, wenn er muss, das ja hier. Ja, ja, eben, das, im Prinzip. Ich habe ja sonst nichts mehr Blaues irgendwie. Nicht? Oh, nee. Ja, mach mal einen Hint. Macht er nicht. Und in der anderen haben wir aber nichts Blaues mehr, ne? Ja. Dass wir hier noch irgendwo doch noch was hatten. Ah, da können wir jetzt aufmachen. Ah, dann können wir da rein. Da fehlt dir eine. So. Ah, dann fehlt noch... Ah, da muss noch das Benzin rein. Da ist bestimmt der Zettel hier. Den brauchen wir. On-off,
Place Bars hier. Okay. Die muss man irgendwie in eine Reihenfolge bringen, wahrscheinlich. Haben wir die irgendwie? Ah! Diese Dinger müssen dann dahin. Jetzt habe ich die alle miteinander verbunden. Jetzt habe ich die ganzen Dings verbunden. Oder muss ich die alle sonst irgendwie miteinander verbinden? So vielleicht. Ah! Okay. So, die hatte ich schon. Hier hat er auch schon Saft. Die hat Saft. So, wie viel haben wir? Was haben wir denn noch? Okay, das heißt, die da ist da an. Dann ist die an. Das muss ich irgendwie noch angeschlossen bekommen hier. Die hat schon an. Die sind an. Die ist an. Oh, aber das da noch. Dann warte mal. Dann tun wir die dahin. Das dahin. Welches, was fehlt denn jetzt noch? Die hat doch von hier. Also, die hier ist von da angeschlossen. Die hier ist von da angeschlossen. Die ist von da hinten angeschlossen. Die ist von da angeschlossen. Oder muss das in einer bestimmten Ding sein? Geht nicht. Geht so aber auch nicht. Dann werden wir das mal vielleicht so machen. Und die macht das da. Die macht... Wieder fehlt immer noch die. Ja, allerdings anmachen. Warte mal, dann gucken wir mal. Müssen wir erstmal herausfinden, was überhaupt dafür sorgt, dass die zwei da an ist. Also die zwei sind da an. Wenn ich die da mache, dann sind die zwei an. Ah, okay. Dann ist wahrscheinlich da was doppelt. So, dann machen wir die hier. Dann sind die zwei an. So. Dann haben wir hier das, dann ist das an. Dann muss das da an sein. Und jetzt gucken wir mal, dass wir noch welche waren das? Eigentlich fehlt noch die da, glaube ich. Die ist an. Die ist an. Die ist an. Die da fehlt noch hier. Aber an die komme ich so nicht dran im Moment.
Also zumindest nicht damit. Also. Aber warte mal, die komme ich aber hier dran. Ah. Warte mal, dann. Wieso vielleicht? Also dann ist die, die und die ist an, aber die ist noch nicht an. Okay. Das sieht aus, als wären die da irgendwelche gedoppelt dann. Die ist an, aber die fehlt noch. Und die fehlt noch, also. Fehlt aber immer noch die hier. Habe ich wieder das, wo das hier fehlt. Ist da noch? Hm? Achso. Okay, jetzt fehlen die zwei. Das heißt, die ist irgendwas doppelt. Die ist auch irgendwas doppelt. Ah. Das sind die beiden. Das sind die beiden. Das ist ja schon mal in Ordnung. Ich das da anschließe, dann geht aber nur ein Licht an, das heißt, das ist irgendein doppeltes. Weil du hier ja schon eins hast. Weißt du, was ich meine? Achso, du meinst... An der Stange ist an der, also, schon weil an der Stange dran. Schon eins dran ist, das heißt, ich müsste es so machen. So. Und jetzt, die beiden haben ja noch gar nichts. Die haben noch gar nichts, das heißt... Aber das ist... Das heißt, ich muss von dem auf das hier machen oder von irgendeinem anderen. Wenn ich das hier dahin mache, dann sind die zwei an.
Und das ist nur die hier. So. Und welche fehlen jetzt noch? Ja, die ist die, ja, die blaue, aber ja, nix. Okay. Jetzt passt. Okay, jetzt haben wir die Dings und jetzt könnten wir dann hier damit. Sollen wir das noch los? Sollen wir noch losfahren? Ja. So, und das machen wir dann. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Ja, dann war es das für heute, für den Wibbelbild-Mittwoch. Und dann geht's hier an dieser Stelle dann nächste Woche weiter. Es darf natürlich hier gerne abonniert werden auf YouTube. Wer uns live sehen möchte, kann das gerne tun auf twitch.tv/CalebGurth. Da gibt es auch einen Streamplan, damit man weiß, was und wann wir streamen. Es empfiehlt sich natürlich, das Glöckchen zu drücken und zu abonnieren. Dann kriegt man Infos, wenn wir live gehen. Und es empfiehlt sich auch, auf Mastodon zu folgen, @CalebGurth@kind.social. Da gibt es dann nämlich Infos, wenn es irgendwie sonst irgendwie was Größeres zu sagen gibt. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Restmittwoch. Habt eine tolle Restwoche. Bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.